Timing kann nur Tor werden. So Leute, jetzt bevor ich die Einheit mit Felix starte, mache ich noch ein bisschen Krafttraining und zwar hier auf dem Platz, wer sich jetzt fragt, wie geht das? Ich habe das Produkt schon mal in einem Video vorgestellt und zwar das Handy Gym, mit dem kann man richtig gute Kraftübungen machen, also Krafttraining überall und ich würde sagen, ich starte direkt mal mit der ersten Übung. Handy Gym ist genau dieser Apparat, den kann man gleich auch noch auf verschiedene Aufsätze drauf machen, also auch Zugübungen machen, aber die ersten zwei, drei Übungen mache ich quasi jetzt mit der Platte. So, das Teil ist schon ready. Ich habe es eben auch schon eingestellt. Erste Übung Kniebeuge. Ich will ja natürlich ein bisschen an meiner Explosivität arbeiten. Und dafür ist so ein Gerät wie das Handy Gym auf jeden Fall perfekt. Checkt es in der Beschreibung gerne mal ab, wenn ihr auch Bock drauf habt. So, ihr stellt quasi die Länge ein zu dem Punkt, bis wohin es gehen soll. Und dann könnt ihr mit diesem Zug arbeiten. Zack, und rausgeschlagen. Ihr merkt, man kann richtig geil, richtig explosiv arbeiten. Kniebeugen sind auf jeden Fall mit diesem Gerät meine Lieblingsübung. Und ich finde ehrlich gesagt mit dem Handy-Gym sogar besser als mit einer Hantelstange, weil man durch diesen Zug einfach eine ganz andere Belastung hat und noch viel explosiver arbeiten kann gegen den Widerstand. Schön hier aus der hinteren Kette hochbeschleunigen. Auf jeden Fall perfekte Übung. Jetzt zeige ich euch, was das Gerät so gut macht. Man kann es einfach abnehmen. Es gibt verschiedene Aufsätze wie den gelben hier. Den könnte man zum Beispiel wechseln, wenn man ein bisschen weniger Belastung will. Jetzt kann ich das natürlich hier dran machen. So, wechseln wir noch den Aufsatz. Einmal hier. Mega leicht, zack, rausklicken. So, reingeklickt. Mega einfach. Schön für den Rücken ein bisschen was machen. Auch Körperspannung wichtig. Die Übung, die ihr jetzt seht, ist auf jeden Fall auch mega gut für Fußballer. Allerdings kann man beim Rückzug noch ein bisschen mehr dagegen halten. Habe ich jetzt nicht perfekt gemacht, aber auf jeden Fall eine sehr geile Übung. Einfach noch ein bisschen mehr Spannung haben, wenn das ganze Ding zurückgeht. Also man kann sehr, sehr viel machen. Stabis, alles Mögliche. Ihr könnt das auch, wie gesagt, zu Hause benutzen. Ihr könnt es auch mit ins Gym nehmen. Ich glaube, das mache ich auf jeden Fall auch mal für so ein paar speziellere Übungen. Und ja. Handy Gym, Link in der Beschreibung, checkt es auf jeden Fall ab. Ich kann es komplett empfehlen. Und ansonsten würde ich sagen, Stürmertraining, ich freue mich. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder Stürmertraining mit dem Boy Felix. Du hast auf jeden Fall was vorbereitet, habe ich gehört. Ich habe nichts vorbereitet. Das aber aus einem bestimmten Grund. Ich dachte, wir haben schon sehr viele Themen abgedeckt beim Stürmertraining. Deswegen frage ich dich einfach, wo willst du Schwerpunkte setzen heute? Okay, also wir müssen natürlich jetzt mal überlegen, weil wir haben jeden Bereich schon gehabt. Und für mich als Zehner im Spiel, würde ich sagen, habe ich noch Schwierigkeiten mit diesen Läufen in die Tiefe. Okay. Und das wäre eigentlich ganz geil, wenn wir das so ein bisschen trainieren. Komischerweise ist genau dafür schon eine Übung aufgebaut. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach. Let's go! So, wir fangen jetzt direkt an, sind aber heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben zwei Gäste am Start. Kommt gerne rein ins Bild. Ja, genau, wir haben zwei Gäste dabei. Ich habe meine Freundin, die Elisa, dabei. Ich habe auch meine Senk aus meiner Mannschaft am Start. Werden uns heute auf jeden Fall unterstützen, Bezirksliga. Bundesliga. Bin gespannt, wie sie sich integrieren werden. Deswegen starten wir rein ins Video. Let's go. Okay, erste Übung steht schon. Genau, wir haben quasi hier eine Stange, wo der Zehner, also quasi du stehst, hier der Neuner. Wir spielen einen Doppelpass, aber nicht einen geraden, sondern quasi einen versetzten. Und dann setze ich mich als Stürmer ab und kriege quasi den Schnittstellenball, den du quasi als Schwerpunkt setzen willst. Ja. Und genau, das können wir gleich nochmal auf die andere Seite verlagern, sodass wir beide Optionen haben. Und geil an der Übung ist halt, der Pass kann natürlich nicht immer perfekt gespielt werden, deswegen muss man als Stürmer so ein bisschen gucken, nehme ich den Ball direkt, verarbeite ich ihn nochmal, gehe ich ins 1 gegen 1, irgendwie sowas. Eine Mischung daraus, wir werden mal reinschauen, bis gleich. Ist auch perfekt für mich, weil ich halt auch genau diese 10er-Variante habe, dass ich einmal den Pass spiele, aber im Spiel ist es ja auch so, wenn der Stürmer mal entgegenkommt, kann man als 10er genauso in den Raum, deswegen let's go! Okay, also erste Runde, kein Tor, jetzt müssen wir es mal ändern. Ja! Gute Bewegung, super Timing. Oh, super!
Oberteil ausgezogen. Ich glaube, der hat jetzt eine Mission. Ja. Guter Durchgang. Stark. Super. Nehme ich den mit rechts mit, kann ich auch nur mit rechts schießen. Ja. Ich kann mir den nicht mitnehmen und dann mit links schießen. Nehme ich den mit links mit, habe ich alle Optionen. Das heißt, ich kann so machen oder den halt nochmal mit reinnehmen und dann mit rechts schießen. Dass ich halt nicht zu sehr auf den Ablauf versteife. Okay, Felix ist gestorben. Das ist los. Bei dem Abschluss gerade, ich hatte so Schiss, dass der nicht reingeht, weil ich habe wieder mit rechts angenommen. Ich wusste schon, geht der nicht, dann kommt Coach Lukas. Ich wollte schon so Arsch aufreißen. Ja, ich finde, die Übung an sich ist ja super simpel, deswegen kommt es halt voll auf so Details an. Ne? Erster Kontakt. Wie drehst du dich? Timing wegen Abseits, das sind so Kleinigkeiten, die aber mega entscheidend sind. Ja. Ich glaube, wenn man sich die Runden anguckt, wo wir wirklich gute Tore geschossen haben, dann, weil vorher einfach alles geklappt hat. So, ja. So ist es immer. Ich finde halt auch das Wichtigste für mich oder für allgemein im Spiel ist auch der Laufweg, dass man halt nicht aus dem Stehen quasi den ersten Schritt in das Abseits ja, macht, voll. Wenn ja. der Pass kommt, sondern dass man wirklich mit Tempo ja. in den Ball rein kann. Voll. Aber sonst, geile Tore. Gehen wir mal auf die rechte Seite. Ne? Yes. Hey Senk, jetzt andere Seite. Was macht dein linker Fuß? Man sieht auf jeden Fall, jeder hier ist rechts Fuß und der Flow ist noch nicht so wie gerade. I don't get pressed, look at me. I've been on set since 17. I've been on set, unsettling. I'm going numb, amphetamine. I don't do drugs, I'm not a fiend. Push to the edge, no boundary. About two or three in these leather jeans. Look at me, flex. Tat in my flesh. Never end, dead. Now I'm up, next. Here for those checks. Plenty flows, wet. Look at me, I'm on. Look at me, I'm next. Look at me, I'm on. Touchdown. So, erste Übung, war top. Danke, Coach. Gerne, Sohn. zweite Übung, wir stehen im Zentrum, ungefähr 30 Meter vorm Tor, spielen Diago nach außen, quasi die Nummer 8 oder 6 oder so. Und wichtig, dass direkt nach dem Diago man auch den Strafraum mitbesetzt. In der Mitte warten dann zwei, die bei der Flanke reinlaufen. Und der Diago-Spieler wartet quasi so am 16er, falls ein Abpraller oder so kommt. Und ja, ist auch wieder kein Hexenwerk. Ist normale Strafraumbesetzung, die 9 geht auf 1. Hier vorne die 10 läuft auf 2 und dann haben wir im Rückraum den Diago-Spieler und da hoffen wir mal, dass viele Tore bei rumkommen. Du meintest, beim letzten Schwimmertraining waren nicht so viele dabei? Ja, wir haben die Übung schon mal gemacht, aber auf dem kaputten Rasen letztes Mal. Hat nicht so gut geklappt. Jetzt ist auf jeden Fall was wieder gut zu machen. Man muss sagen, jetzt laufen natürlich hier 3 Leute auf einen Keeper zu. Ich bin gespannt, was der macht. Der kommt. Oh, Junge! Geiler Durchgang! Nobody like me. Phone ringing and I tell him it's crazy. I got boys young.
motherfucker. New deal to my lawyer. If you're down in my management, I'm just warming up a way to lie. Old producers are the numbers one. Different colors in my baggy light. Chalk it up. Talk of the time when you're talking up. Wanna get you a ring and you tough enough. Wanna get you new things with your pockets dull. Run it up. I used to be quiet and out of luck. Now I move up and move from a cuss. The hate and the jealousy. My mama telling me, count up your blessings and run it up. Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's I got wifey on bling and she freeze. Photo. Please. No photos. No. Jeez. No. Please. No photos. I keep giving game away. I put game on lay away. I got paid to play today. I get paid to stay away. I get paid on rainy days. I might make it rain. Stürmertraining-Einheit vorbei. War richtig geil. Danke, ja, Coach. Hat Bock gemacht. Hat richtig Bock gemacht. Zwei Schwerpunkte, die ich mir gewünscht habe. Gute Übung dafür. Und ich würde sagen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wen ihr am besten fandet. Wer hatte die besten Abschlüsse? Ich bin gespannt. Auch bei euch hat es gefallen. Ich glaube nicht, oder? Boah. Nein, war. Du hast dich auf jeden Fall gesteigert. Waren halt viele dabei auch so, ne? Wenn ich mir so den Prozess angucke, wann wir damals angefangen haben und wo du mittlerweile bist, schon echt geil. Macht Bock. Ich bin mal gespannt. Ich sag Goalkeeper TV, er soll nur Tore von mir reinschneiden. Und ja, gibt's noch was zu sagen? Ja, bleibt sportlich, gesund und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.